Was dahinter wohl wartet? Ui, ich sehe schon Drogas. Rechts geht's nicht weit. Okay, dann können wir uns nur auf die hier konzentrieren. Was? Okay, Urne. Gold. Gold. Jo, lassen wir die Spielchen. Meine Meinung. Oh, silberne Hand. Also der nicht aufstehen. Bleibt er einfach liegen, obwohl seine Kameraden kämpfen. Auch mal ein toller Mitstreiter hier. Aber wir profitieren da ja raus, deshalb, ich werde mich nicht beschweren. Gold. 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 Ja, schon wieder überladen. Das gibt's wirklich nicht. Elfenschild weg. So. Nur die Elfensachen wiegen eh so wenig. Macht gar keinen Unterschied. Ich kann das Inventar nicht durchsuchen, aber okay. Doch, da ging's gerade. Okay. Das Gold. Hier haben wir nichts. Auch nicht. Der steht auf. Wir haben nachher, man erkennt das jetzt ziemlich gut. Man sieht einen Unterschied zwischen Skeletten und denen hier und die stehen halt immer auf. Deshalb kann man die halt schon töten, bevor sie sich erheben. Genauso wie der aufsteht. Wärt ihr so nett, mich euer Inventar durchsuchen zu lassen? Danke. Nein. Ich weiß, ich bin miserabel im Schlösser knacken. So. Gold, Zaubertrank. Was waren zwei Zaubertränke? Aber. Okay. Ich hab das Ohrenhorn. So. Gold schadet nie. Holztür. Da oben drauf ist einer. Dann holen wir da mal doppelten Schaden raus. Wow. Sehr schön, Krankheitsheilung. Den trinken wir mal eben. Ich habe keine Lust, dass es nachher noch Spätfolgen hat. So, dann müsste jetzt diese Infektion, die wir hatten, eigentlich weg sein. Und nochmal Krankheitsheilung. Ach, weil die ja als Vampirjäger müssen die ja. Als Feind der Gefährten müssen die sich ja immer gegen diese Krankheit
Ah, jetzt habe ich schon gespoilert. Gegen diese Werwolf-Verwandlung da heilen. Und dafür brauchen die ja dann irgendein Gegenmittel. Ich denke mal deshalb dann diese Krankheitsheilung in jedem Inventar. Okay, hier geht's hoch. Hier war ja der eine Typ. Hier ist aber nichts Besonderes. Da liegt ein Geldbeutel. Da oben drauf liegt ein Geldbeutel und den habe ich gesehen, den werde ich mir auch holen. Gold. Aber okay. Schönes Versteck. Holztür. Druckplatte. Farkas ist voll reingelaufen. Hat er getan, wortwörtlich. Da gebe ich ihm recht. So. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle aber das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, schaltet das nächste Mal wieder rein. Wie gesagt, heute kommen wahrscheinlich nochmal Videos. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.